Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ausgepackt, heute mit FIFA World Cup South Africa. Ja, endlich mal wieder ein FIFA-Spiel. Ich habe nämlich 2010 ausgelassen. 2009 habe ich bis zum Umfallen gespielt. Davor bis zum Umfallen Pro Evo Soccer gespielt. So, wir schauen uns heute die Demo-Vision an, da wir euch die Vollvision noch nicht zeigen dürfen bzw. können, wie auch immer man das jetzt formulieren möchte. Ich werde euch dennoch ein paar Infos geben können. Wir sind hier im Hauptmenü, werden gleich ein schnelles Spiel spielen, allerdings erstmal die Spielmodi mal ein wenig aufgelistet. Wir haben natürlich die FIFA WM 2010, welche wir nachspielen können mit unserem Wunschland, das ist natürlich klar. Von der Qualifikation bis zum Finalspiel, wenn man so weit kommt. Mannschaftskapitän ist der Be a Pro-Modus. Den dürften eigentlich auch noch alle FIFA-Fans kennen. Dazu gleich im Spiel ein wenig mehr. Geschichte der Qualifikation sind Szenario-Spiele bzw. Szenario-Optionen. Ihr spielt da Highlights der Qualifikation nach. Zum Beispiel liegt ihr da 2-0 hinten in der 85. Minute und müsst das Ding noch gewinnen. Zum Beispiel die Online-FIFA-WM. Da könnt ihr eine komplette WM bzw. die WM online mit Freunden oder gegen Fremde nachspielen. Was sehr lustig klingt. Mal schauen, wie es dann umgesetzt ist. Das kann ich euch noch nicht sagen. Xbox Live ist klar. Und das Elfmeterschießen, ja, auch bekannt. Allerdings ist das Elfmeterschießen jetzt ein wenig anders. Ich weiß nicht, vielleicht werde ich dazu kommen, euch das zeigen zu können. Eine schöne Option, wir springen mal auf den Globus, hier sehen wir alle Länder, die verfügbar sind und was sehr schön ist, es sind nicht nur die Länder spielbar, na gut, jetzt in der Demo natürlich nicht, aber es sind nicht nur die Länder spielbar, die auch qualifiziert sind, sondern ich kann auch hier einfach mal in den Pazifischen Ozean watscheln und zum Beispiel hier auch kleine Inseln wie die Cookinseln oder was haben wir hier, Tahiti und so weiter, was haben wir hier, amerikanisch Samoa. Und so weiter und so weiter. Also hier sind viele, viele kleine Nischenländer, mit denen man auch noch spielen kann, was ich sehr, sehr schön finde. Ich weiß gar nicht, wie viele Länder insgesamt zur Auswahl stehen. In der Demo-Version, welche für die Xbox 360 und PlayStation 3 verfügbar ist, könnt ihr allerdings nur Spanien und Italien wählen. Und wir werden jetzt mal Spanien nehmen, gegen Italien, so rum. Übrigens finde ich den WM 2010 Soundtrack großartig, beziehungsweise den Titelsong vom... Ich kann seinen Namen leider nicht aussprechen. Wir spielen heute mal in dem Blauen gegen Weiß, das kann man gut unterscheiden. Selbstverständlich mit Spanien werde ich spielen. Wir spielen in Durban. Das gefällt mir doch schon mal. Schwierigkeit, Legende geht nicht, Weltklasse, Profi. Soll ich Weltklasse nehmen? Ich habe ein bisschen Angst, dass ich dann verkacke. Na komm, nehmen wir Weltklasse, dann sehen wir zumindest was. Ich habe schon lange nicht mehr gespielt, aber... So, Gruppenphase ist ganz okay. Ist alles wunderbar. Ja, ein paar Infos zu den Fußballländern, so wie man es auch von FIFA kennt. Beziehungsweise den World Cup Editionen. Ich finde das Maskottchen auch ganz niedlich, muss ich auch mal so sagen. Wie ich bereits eingangs erwähnt habe, ich bin eigentlich ein Pro-Evo-Soccer-Fan gewesen und mit FIFA 09, glaube ich war es, genau, mit 09 bin ich quasi gewechselt auf die FIFA-Serie. Wo kommt eigentlich das Konfetti her? Ja, meine wunderschöne Aufstellung, die ich jetzt einfach standardisiert übernommen habe. Natürlich kann man das alles anpassen, wie man möchte. Soll uns jetzt gar nicht so weiter interessieren. Entscheidend ist bei einem Fußballspiel nun mal auf dem Platz, wie in echt halt auch. Und deswegen wollen wir doch jetzt mal anfangen. Los geht's. Die Steuerung, ich habe die klassische Steuerung gewählt, also alles ganz normal beim Alten geblieben. Wir werden da gleich noch ein wenig drauf springen. So, erstmal ein wunderschöner Fehlpass von mir, das geht ja großartig los. Aber ich bin ja nicht der Einzige hier mit Fehlpass. Und damit schon das erste Tor. Ja, man kann bei FIFA 2010 World Cup Edition natürlich auch wieder selbst jubeln. Leider habe ich die Combo vergessen für einen schönen Flickflack oder sonstiges. Deswegen bin ich gerade ein wenig ziellos durch die Gegend gelaufen. Aber egal, 1-0 für mich. Ganz locker reingeschoben das Ding. Großartige Selten erreicht der Fernando Torres. Ja,
geht ja doch ganz gut los. Ich habe Angst gehabt. Ja, der war nicht so gut. Vom Spielgefühl bzw. der Spielgeschwindigkeit, finde ich, fühlt es sich sehr gut an. Ich weiß nicht, ob FIFA 10 jetzt schneller, langsamer war. Ich weiß nicht mehr, ob FIFA 09 schneller oder langsamer war, aber ich finde einfach, es fühlt sich gut an und das ist für mich eigentlich das einzig Wichtige. Ja, der war schlecht. Ach, Mensch. Ja, ich würde mal sagen, ich bestimme hier das Spiel und das war leider fair getrennt. Jetzt hätte ich euch mal ein wenig was von den Freistößen zeigen können. Das war die erste Halbzeit. Geht gleich weiter mit der zweiten. Und kann ich mit den Statistiken aufhalten. Wir werden allerdings mal zwei Sachen kurz machen. Nämlich einmal, ich glaube, in der Steuerung war es. Genau, da sieht man mal die ganzen Spezialbewegungen wieder. Das sind wieder sehr, 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 sehr viele. Und wie ihr gerade gesehen habt, Jubel gibt es diesmal auch einige. Wieder mal Ohrenschrauber, bla bla bla. Einfache Bewegung, erweiterte Bewegung, da haben wir es. Finalbewegung, so macht man die Abschlüsse zum Beispiel mit dem linken LB, okay. Das muss ich mir mal behalten, falls ich noch eins mache. Wir wechseln mal kurz die Kameraansicht bei der Spieleinstellung. Kamera, wie soll, und gehen mal nicht auf diese, sondern auf die Be a Pro Kamera. Für die Leute, die es nicht kennen. Die ist zwar nicht so übersichtlich, aber wie ich finde, eigentlich macht eine echt schöne Atmosphäre. Der Be a Pro Modus, für die Leute, die es nicht kennen, da spielt man wirklich nur ein Spieler und spielt die komplette Entwicklung dieses Spielers halt nach. Man kann sein Team dann nur so Befehle geben wie gib mir den Ball oder pass ab. Im Grunde allerdings lenken die sich noch im größten Teil selbst. So, jetzt muss ich hier. Problem an diesem Spielmodus ist natürlich die Übersicht. Die geht nämlich irgendwie nicht flöten. Natürlich kann man auch wieder 10 gegen 10 online spielen. Schönes Ding. Jawohl! Wuhu, Fernando Torres wieder. Schönes Ding. Und ich finde, da hat man gerade auch ganz gut gesehen, wie wunderschön atmosphärisch diese Kamera ist. So, weiter geht's. Ich glaube nicht, wir sind schon in der Überlänge. Ah, verdammt, da hätte ich durch können. Oh, falscher Knopf. Den wir noch machen. Jawohl. Falscher Knopf. Da lasse ich mich ja nicht von aufhalten. Verdammt. Ich spiele eigentlich sehr gerne mit tödlichen Pässen, aber da muss man irgendwie erstmal wieder reinkommen ordentlich, damit man die ein bisschen abschätzen kann. Verzweifeln schon alle. Oh Gott! Ja! Das war natürlich großartig schlecht. Wir wechseln mal schnell wieder die Kamera, bevor ich hier noch komplett untergehe. Das will ich ehrlich gesagt ungern. Gehen wir mal zurück auf die Telekamera. So.
dass ich mein schönes 2-0 hier leichtfertig aus der Hand gegeben habe. Zwei Minuten gibt es noch oben drauf. So, das wirft dann auch gewesen. Ja, Abpfiff. Das war ein kurzer Einblick zu FIFA 2010 World Cup Edition. Die Tage kommen von uns ein Review, wo wir nochmal ganz genau auf das Spiel und die Spielmodi einleuchten werden und mal schauen werden, ob sich ein Kauf lohnt. Für mich persönlich eigentlich immer, weil ich die FIFA-Spiele immer eigentlich schon fast blind kaufe, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal.